Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel, Freunde. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's auch gut. Ja, Freunde, ganz frisch, das Food Birthday Team Nummer 2 kam heute raus. Und wie ihr alle wisst oder gesehen habt, das Team Nummer 2 ist richtig geil. Es gab sehr viele geile neue Karten und ja, wir dachten uns, heute dann direkt mal eine SWB drehen. Mein Starspieler, Dybala, sieht sehr krank aus, 93er Rating. Und ich habe natürlich auch einen Gast dabei, und zwar den Heisen haben wir auf der anderen Seite. Was geht? Jo Leute, was geht ab? Heisen hier. Ja Mann, ihr Bro, heute mal kein Draft Battle gegeneinander, sondern wirklich mal ein SBB. Ich glaube, das ist gefühlt schon... Haben wir schon mal ein SBB gegeneinander gemacht? Ja, doch, wir haben eins gedreht, ja. Einmal oder genau. So. Auf jeden Fall, wir waren ja sonst Draft Battle Partner, aber mal ein cooles SBB heute. Let's go. Ja, und ich würde sagen, wir labern nicht so viel. Check gerne das Video bei Heisen auch ab. Lasst da gerne Support da, da haben wir auch eine sehr coole Folge gedreht. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein bisschen Support da, ein Like oder auch ein Kommentar, würde mich sehr freuen. Und ansonsten viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, ich habe auf der linken Seite, wisst ihr, den Stürmer und den LM haben, ne? Den hast du wahrscheinlich auch. LM und ZM, den linken ZM. Ach so, okay. Dann LM habe ich auf jeden Fall Insigne am Start und ZM habe ich... den guten alten Pereira. Ah, okay. Insigne wollte ich aufschreiben und dachte ich mir so, vielleicht ist es zu offensichtlich. Ich habe Kessié und Dams gerade aufgeschrieben, also kannst du beide behalten. Oi. Oh, das war close. Ja, wirklich close. So, ich habe hier auch mal zwei wunderschöne Namen aufgeschrieben. Und ich kann dir sagen, einen davon, den du gerade genannt hast, habe ich ja aufgeschrieben. Ja, okay, jetzt okay. Kann es noch einer sein, weil Okay. Dann bist du dir aber ganz schön sicher. Ich weiß nicht, ob du einen davon hast. Also, LF ist bei mir Ginola. Und RF ist bei mir Di Maria Numbers Up. Okay, ja. Ich habe Damsgaard und Chiesa. Schade. Okay, bist auch mit Damsgaard gegangen. Ginola, gut, okay. Super, ja. Ja. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Der ist irgendwie von der Bühne verschwunden. Ja, ne, der ist untergetaucht, aber ja. Trotzdem noch sehr geile Karte. Nice, dann würde ich sagen, nächste Runde, Freunde. Okay, Freunde, zweite Runde. Ich halte hier mal die Namen rein. Und ja, ich hoffe, ich bin ehrlich mit dir, ich bin eigentlich nur auf den LZM gegangen, also auf Ginolas Link. Oh, okay. Gut, dann, ich weiß nicht, vielleicht kannst du den haben. Es ist bei mir Zidane mit. Den habe ich nämlich gezogen. Okay. Im ZM spielt bei mir Simeone und rechter ZM ist bei mir De Paul. So, das sind meine drei Mittelfeldspieler. Ah, ich habe gehofft, dass du links nicht auf die Icon gehst, sondern unbedingt in der Liga 1 bleibst. Deswegen Paqueta, Verratti und Fofana, das waren alle drei Möglichkeiten, die einzigen drei Möglichkeiten, die du, also die auf der, die am beliebtesten waren, die sinnvoll gewesen wären, aber dass du jetzt damit Icon gehst, ist auf einer Seite auch ganz gut, denn jetzt kannst du ja keine Icon mehr benutzen. Also, das stimmt, ja. Ist das Ding raus. Gut, ich wollte unbedingt mit Zidane gehen, ich wollte den unbedingt einbauen. Ja. Nicht schlecht. Gut, dann halte ich mal bei dir rein. Also, der Mann ist ein SWB-Gott. Die Leute, die gerade rüberkommen von meinen Zuschauern, wissen, die Jungs hier, der Junge, eher gesagt, mit dem Schnauzer, hat schon für einige Kopfschmerzen des Gegners gesorgt und wird auch heute sicherlich wieder für ein paar Kopfschmerzen sorgen, hoffentlich. Es ist Ben Yedda. Auf der rechten Seite haben wir Gilson, Martins, und im ZM haben wir meine Prime-Icon, Leute. Ich habe immer so viel Glück bei Prime-Icon-Packs, deswegen spiele ich ihn auch heute, Andrea Pirlo. Okay. Gut, ja, darfst alle behalten. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich bin sehr, sehr obvious gegangen mit Chiesa, Locatelli und Kulusevski. Oha, ja. Ey, du hättest nicht gedacht, dass ich einen Ligenwechsel mache? Irgendwie gerade nicht, nein. Oh, obwohl crazy, eigentlich. Crazy. Okay. Ich dachte, du gehst safe auf Ligenwechsel. So. Aber gut, ja, das gefällt mir. Alles gut. Hatte ich gerade gar nicht im Kopf. War natürlich sehr dumm von mir, aber ja. Nö, alles gut. Besser für dich. Gut, dann Leute, dann machen wir mit den Außenverteidigern weiter. So, Freunde, wir machen weiter mit den Außenverteidigern. Aber davor muss ich noch kurz anmerken, dass, ja, da jetzt, also anstatt von Simeone, jetzt ein Bronzespieler rein muss. Denn an die mich kennen, wissen das, ich bin sehr verpeilt. An die neu sind, ich bin sehr verpeilt. Deswegen Simeone, den habe ich im Transfermarkt als ZM gefunden. Aber ist ja Stürmer, deswegen muss ich ihn jetzt raustun. War ein dummer Fehler von mir, aber Glück für Heisen. Da kommt jetzt schon mal ein Bronzespieler rein. Ja, das wollte ich nur mal kurz anmerken. Und ansonsten machen wir jetzt mit den Außenverteidigern weiter. So, ich halte rein.
Alright, ja, ich habe ein bisschen Glück gehabt, Leute. ich gucke so Football, ich ziehe mich auch nicht so. Wie Simeone ZM? Die gibt's doch gar nicht als ZM. Doch, doch. Ich so, warte mal, zeig mir das, der ZM. Nee, ja, Quatsch. Alles gut, habe ich auch mal Glück gehabt. Sonst bin ich eigentlich immer der, der die Regelbrüche macht und Sanktionen halte. Aber auf der linken Verteidigerposition habe ich schon eingefügt gerade. Es ist Theo Hernandez und auf der Rechtsverteidigerposition ist es Ricardo Pereira. Okay, noch ein Pereira. Cool. Okay, darfst beide behalten. Semedo und Spinazzola habe ich aufgeschrieben. Uiuiui. Ja. Zum ersten Mal, dass ich vielleicht mein Fullteam spielen darf dieses Jahr. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich halte mal rein, vielleicht kriege ich ja noch rein. Genau, LV ist bei mir auch eine neue Karte. Juri Berchiche, für Birthday-Karte, ganz frisch. Oh, ich hatte überlegt, ihn aufzuschreiben, deswegen tut es so weh. Okay. Birk für mich und rechts Navas. Okay. Und? Schade, leider nur Navas getroffen. Ja, da darf dann Bronze RV rein. Glück gehabt, sag ich mal. Aber der Juri, den hätte ich auch gern gehabt. Aber ist nice. Noch ein Bronze RV auf die Seite. Jetzt haben wir, wenn ich mich nicht irre, einen Bronze Torwart ZM und Bronze RV. Also, ja. Und aktuell Full Team. Sehr, sehr nice für mich gerade. Ja, sieht nicht gut für mich aus, aber mal gucken. Vielleicht, wenn Jade's gut sniper, die nächsten drei. Ich würde sagen, dann bis gleich, Leute. So, Leute, Finale. Ich hoffe natürlich, dass ich mit Fullteam zu Ende spielen darf. Aber bevor wir mit meinem Team anfangen, oder das beenden, fangen wir doch mit deinem Team an. Ich halte mal hier rein. Ich habe hier drei Namen aufgeschrieben. Ich bin wieder nur auf den linken Innenverteidiger gegangen und habe ein bisschen gehofft. Ja, ja. Gut, dann sage ich mal, wie ich gebaut habe. Einmal linker IV Alaba, rechter IV. Auch ein neuer Spieler, auch vom Foot Birthday Team Nummer 2. Oder war das erste? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Ruben Veto und im Team. Und im Tor haben wir Courtois. Okay. Oh, schade. Kannst du alle drei behalten? Ich habe Pau Torres, Elustondo und Aitor. Gut, das ist wichtig. Also, okay, immerhin dann nur zwei Bronzespieler. Sehr, sehr wichtig. Gut, dann darfst du reinhalten. Hoffentlich Full Team. Okay. Linker Innenverteidiger ist auf jeden Fall Diop. Rechter Innenverteidiger ist Totti Ruben Dias. Und im Tor ist es Areola. Ah, okay, krass. Krass. Gut, darfst alle behalten. Nein, du hast Full Team. Oh, zum ersten Mal dieses Jahr darf ich mit Full Team ran. Geil. Schade. Gut, dann. Das gefällt Leute. Mir doch. Da freue ich mich doch gleich, gegen dich zu spielen, ey. Ja, cool. Cool auf jeden Fall. Vor allem eine wichtige Position einfach in der Mitte und ja, rechter Verteidiger. Leute, ich bin im Nachteil. Ich hoffe, dass. Du bist ja trotzdem eine gute FIFA-Spielerin. So. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass ich da jetzt das Spiel trotzdem ganz gut abschneide. Und ihr werdet es gleich sehen. Wir sehen uns dann in-game, Leute. Bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt in-game. Ja, mal gucken, was hier so gespannt. Passiert. Ich weiß nur, dass Dybala auf jeden Fall getestet werden muss. Okay. Ja, Red Time Finish. Ein bisschen gezittert. Und jetzt Dybala. 1-1. Oh, eiskalt. 5 Sterne Weak Foot. Vergiss das nicht. 5 Sterne Weak Foot. Das ist das Kranke an dem. Ey. Dias. Auf Andrea Pirlo. Oh, wo geht sie dann denn dahin? Scheiße, Mann. Warum hast du immer so viel Glück? Bestimmt. Nein. Kennst du immer die Leute, die ganz, ganz Glück haben? Einmal nicht dann. Mann, ey. Yeah. Unfassbar. Ja, ne? Komm, Dybala muss was reißen. Jetzt mein Bronze. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Ey, mein Bronze-Mittelfeldspieler, mein Bronze-Spielmacher ist fit, ne? Wow, wirklich, der ist fit. Hier grad, ne? Krass. Och man, das muss man auch besser nutzen. Ja, alles klar. Okay. Mhm. Ja! Oh mein Gott! Wichtig. Ist alles
gut. Spiel gedreht, Leute. Wichtig. Das ist super. Das ist super. Na, mit, was? Wie verletzt? Er verletzt sich beim Pass. Nein. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh. Wie wichtig war das jetzt? 90. Ja, er braucht auch ein halbes Jahr, um den Pass zu spielen, Junge. Ach so. Ach so. Ich dachte, abseits. Bitte. Das darf jetzt nicht passieren. Nein. Ja. Ja. Nein. 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 Oh mein Gott. Nein, das wär's gewesen. Ey, wie hat er... Oh mein Gott! Was war das für bitte für ein Spiel? Nein! Jetzt mal ehrlich. Ey, der hat den so gut... Der hat den so gut gehalten. Tega. Also Leute, wow. Ich habe das Spiel gedreht. Man, Player of the Match, save mein Bronzespieler, wirklich. Ich will dich jetzt nicht ärgern, aber wirklich der Bronzespieler war wirklich top. Naja, jedenfalls ein Discard. Aber was ein heftiges Spiel, wirklich. Ja. Okay, du kannst. Ich habe umgestellt, Leute. Ah, Mann, ey, das... Ja, das so schnell umgestellt? So krank. Ich bin ehrlich, es ärgert mich so krank. Weil irgendwie hatte ich den Eindruck, erste Halbzeit, okay, ich gewinne das Ding hier 8-0. Und dann auf einmal... weiß ich nicht. Ja, ganz ehrlich, den Eindruck hatte ich auch, ne, dass... Also nach den ersten 5 Minuten dachte ich mir so, scheiße, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht so viele Tore kassiere. Weil wir haben hier im Team Dybala, der ist extrem teuer, Ginola hatte ich noch drin, Zidane und so. Aber ey, mein Team hatte dann in der zweiten Halbzeit auf einmal einen richtigen Boost und hat voll Bock gemacht zu spielen. Naja, jedenfalls, ich habe jetzt hier einen Discard, Leute. Das ist das erste Mal, dass ich bei dir discarden darf, jetzt bei SBB. Ich habe zweimal verloren, ja, die wir aufgenommen haben. Ich würde sagen, ich nehme mal... Ja. Warte, du spielst 4-4-2, ne? Komm her, ich klitsch das Handy jetzt, hau raus, hier, komm. Also ich glaube, du hast die Stürmer halt... Nee, ich glaube, du hast die Baller, das ist ja der teuerste, den man hier treffen kann, weit weggestellt. Ich nehme mal den LV, linker Verteidiger. Okay, das ist big, das ist big. Das ist Theo Hernandez in Form. Ich glaube aber, der kostet auch trotzdem... Ja, der kostet 100.000 Coins. Also ist jetzt mal nicht so schlecht zum jetzigen Stand von FIFA, aber ist natürlich gut. Die Balle habe ich im Sturm gelassen tatsächlich und daneben an habe ich Ruben Dias gestellt. Das war meine way to go. Aber ich sage dir auch, Ben Yedda war genau daneben. Okay. Und wenn du die Ratte getroffen hättest, ich hätte das nicht verziehen. Ich hätte das nicht verziehen, weil die Karte hätte ich nicht wiederbekommen. Aber ich gebe den Mann mal ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, Theo Hernandez ist im Gold-Upgrade angekommen und ich würde sagen, ich gebe den Mann jetzt ab. Schade, den hatte ich untrade tatsächlich und der hat 446 Spiele bei mir im Verein gemacht. Also ich habe den Mann auf jeden Fall richtig gezockt. So, tschüss, mach's gut, Hernandez. Aber ich bin auch gut davon weggekommen. Ja. Ich sag dir ehrlich, ich hatte zwei Spieler mehr, Mann. Also zwei Gold, das ärgert mich. Das ist, weiß ich nicht. Ja, also Glück um die Baller, würde ich sagen. Einfach. Also das ist halt immer sehr riskant, ne, wenn man mit so Karten aufnimmt, weil die halt wirklich extrem teuer sind. Aber ja, dann, Leute, er ist weg. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, dann würde ich mich sehr gerne um Support freuen. Ja, wie gesagt, checkt das Video bei Heisen ab und ansonsten würde ich eigentlich auch gar nicht mehr so viel labern. Ihr seid die Besten, Dankeschön für den Support auf allen Kanälen und ja, ich würde sagen, Heisen hat... Ja Leute, danke für den Support für Ebro. Der Support ist wohl anscheinend echt gut, ich sehe das ja auch oft da mal auf Twitch. Sehr, sehr nice Zahlen hast du und ich würde sagen, damit sind wir raus. Haut rein Leute, mach's gut und tschüss. Ey, bin ich eigentlich fett, wenn ich mir zwei Döner bestelle? Ciao, ciao.